Willkommen zurück. Wir sind wieder hier in 7 Days und machen jetzt weiter mit den beiden Räumen, damit wir die auch fertig kriegen. Küche hatten wir, glaube ich, auch gemacht. Ja, gut. Wirkt immer noch etwas kahl. Pflanzen können wir hier vielleicht noch einstellen. Aber dann machen wir weiter mit den beiden Räumen. Pflanzen. Wo denn mal? Die Pflanzen haben wir hier. Den brauche ich vielleicht noch einmal nicht. Die Waffe. Einmal kurz kopieren. Hier. Die da. Dankeschön. Ein bisschen, ich habe gerade die Tür nicht gefunden. Ein bisschen Deko muss ja aus sein. Mensch, da war ich gerade verwirrt. Okay. Ich weiß gar nicht, symmetrisch kriegen wir die ja nicht hin, aber vielleicht hier eine Pflanze und vielleicht da eine Pflanze. Ja, dann reicht das aber auch, sonst wird es nicht zu viel. Also hier will ich definitiv keine vor die Schränke haben. Nee, das ist schon okay. Dann machen wir die einmal kurz so. Den passt dann schon. Die machen wir wieder zu normalen Blöcken. Sehr schön. Hier, bitte. Den malen wir das Ganze einmal kurz an. Da müsste ich jetzt auch einmal kurz kopieren. Da brauchen wir ja die Farben hier. Pflanzen rauf, fertig. Und dann können wir uns um die anderen beiden Räume kümmern. Räumen wir den da. Dankeschön. Damit alles ein bisschen einheitlich ist. So, den haben wir hier. Und dort, dann brauchen wir nochmal die Decke. Also diese Decke hier. Kopier, das ist wohl nämlich das, was wir oben drauf hatten. Schön. Und lichtmäßig muss vielleicht noch was in die Küche. Da weiß ich allerdings noch nicht genau was. Ich will hier eigentlich keine Kerzen ran haben. Obwohl das hier in der Küche auch gut passen könnte. Aber müssen wir gleich mal gucken. So, und pflanzenmäßig. Natürlich wieder die kleinen. Ja, welche Farbe hatten wir noch gar nicht? Lila und so hatten wir, glaube ich, schon. Dann nehmen wir diesmal mal weiß. Zack. Und vielleicht eine braune. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Zack. Jo. Und hier vielleicht eine Kerze rüber oder so. Aber hier passt das nicht. Jo. Kerze waren Pflanzenfaser, ne? Kerze. Jo, gut. Brauche ich mal so zwei Tierfeld, zwei Pflanzenfasern. Das kriegen wir hin. Tierfeld haben wir ja eh hier. Tierfeld. Dann nehmen wir zwei Stück mit. Zwei Pflanzenfasern holen wir uns schnell. Das ist ja nur nicht Problem. Uschi ist eh bestimmt wieder da. Die gute Dame kommt ja immer. Und Skillpunkt, wie wir gucken. Wir haben letzte Folge einen Skillpunkt gemacht. Den habe ich ganz vergessen. Parcours hatten wir fertig, ne? Ich glaube, ja. Ja, ja. Parcours ist fertig. Wo waren wir denn bei? Bogenschießen. Heilfaktor haben wir, Regel Nummer 1. Ich glaube, ich wollte, ja genau, ich wollte hier, hier war das, ne? Als Stoffsammlung hochmachen. Genau. Dafür müssen wir erstmal Wahrnehmung auf Level 3 kriegen. Okay, den mach. Und dann können wir den nächsten Punkt mal wieder in Altstoffsammlung, damit wir da auch mal mehr rauskriegen. Denn passt halt schon. Kurz die Pflanzenfasern, das muss sein. Zwei Stück, das werden wir wohl noch finden. So, mach Tür zu, ich trau den Uschis nicht. Und Pilze sind auch noch nicht gewachsen, ne? Nein. Gut. Dann lass mich auch mal raus. Keine Uschi da? Mensch, was für eine seltene Ehre. So, wir wehen hier ja wohl. Auch wenn die Bäume gerade in der Wachstumsphase sind. Zwei Pflanzenfasern zwischen haben, wenn ich mal was sehen würde. Mensch, wer pflanzt denn hier so einen Busch? Danke. Da haben wir sie doch schon. Genau. Der macht die zwei Kerzen. Dankeschön. Wir gehen wieder runter. Die können wir sie doch hinhängen und die Räume festtackern. Oh man. Wenn die Bäume gewachsen sind, sehen wir besser. Lass sie erstmal wachsen. Denn geht das. Alter, ich finde die. Da. Vor lauter Bäumen den Weg nicht mehr. So, rin. Dankeschön. Komisch, die Zombies finden immer den Weg. Nur bei der Horde nicht. Da wollen sie nicht. Gut, runter. Kerzen ranbappen. Raum festtackern. Damit wir die auch fertig kriegen. Schön. Tür zu. Runtersprengen. Dankeschön. Und die hin. So, warte mal. Nehmen wir die Pflanzen raus. Geben wir die Kerzen her. Haben wir zumindest ein bisschen Licht drin. Machen wir aus hier.
Wie würden das aussehen? Naja, gut. Vielleicht nicht so optimal hinter den Pflanzen. Die müssten eigentlich Feuer fangen. Aber lichtmäßig? Nicht zu hell, aber wir haben hier Licht. Und wenn die an sind, machen die auch noch Licht. So ist es nicht. Jo. Gut, aber wir machen jetzt trotzdem wieder Licht an. Sonst sehen wir nichts beim Arbeiten. Und taggern jetzt erstmal. Den Raum haben wir jetzt auch. Den schnappen wir uns für den guten Pinsel und noch etwas Farbe. Die müssen wir auch mal wieder ansetzen, ne? Ja, oh, da kümmern wir uns gleich mal darum. Aber bei dir kommt natürlich ähnlich wie diese hier. Kopier, die muss ich leider auch einzeln streichen, sonst schmiere ich den Flur wieder voll. Das geht nicht. Anfangs ging das nur die Räume, weil der Rest ja noch nicht aufgewertet war. Er unterscheidet halt zwischen Material, aber mittlerweile ist ja alles Beton. Gut. Und so stockdunkel wie es ist, liegt nicht an der Nacht. Wir haben wahrscheinlich wieder Regen oder sowas. Da wird es ja gerne mal dunkel. Und nehme hier mal, das geht mir auf den Senkel, genau. Raus da. Den, damit das farblich alles zusammenpasst. Und dann wird es doch langsam, aber sicher, gemütlich hier unten. Nur weil Apokalypse ist, muss nicht alles schäbig aussehen. Kommen wir denn da hin? Hm? Jut, jut. Ich habe auch schon eine Realität-Bunker gesehen, die Leute für irgendwelche Apokalypsen gebaut haben. Ja, und die sehr luxuriös eingerichtet sind. Also, es ist gar nicht so unrealistisch. Manche Leute wollen halt auch im Notfall Luxus. Gut. Wenn ich da mal meine Ausdauer sehe, würde ich wahrscheinlich im Falle einer Zombie-Apokalypse keine 10 Minuten überleben, aber das ist was anderes. Deswegen kann man trotzdem versuchen, sich das schön zu machen. Haben zumindest die Nachkommen das schön, ne? So, dich hätten wir. Dankeschön. Den bauen wir hier auch immer, die DG. Danke. Die können wir jetzt aber wirklich, das ist ja getrennt voneinander, definitiv einmal lackieren. Macht er nicht mal komplett. So. Und die Gonten, da muss man mal kurz googeln, die hatten wir, glaube ich, mit diesem Dingsebumse da, mit dem, genau, dem da. Den noch einmal. Die brauchen wir jetzt aber definitiv hier normal. Oder? Müsste ich mal ausprobieren. Ob es hier mitgeht. Zack. Ja, geil, geil, sehr schön. Der Molin. Hier noch einmal. Sehr schön. Und die Wände, die muss ich jetzt aber definitiv einzeln machen. Glasscheiben haben wir drin, das ist schon mal was. Den brauchen wir erstmal den da. Na, guck mal, die Nacht ist auch gleich schon wieder rum. Gleich schon wieder Tag. Da geht jetzt definitiv wie die anderen Räume auch. Deswegen haben wir eigentlich. Wegen den Schmieden, die hier hinterstehen? Wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall, ja, die Schmiede geht durch die Wand. Okay, uns ist mollig warm, alles klar. So, und natürlich die Wände, Oma. Geh mal her hier. Der ist das nett, der ist das, ne? Ich glaube, Uschi ist auch schon wieder oben. Ich höre sie zumindest. So, den hatten wir mit so angestrichen. Der schöne Tag beginnt. Das heißt, man sieht mal wieder was. Das freut einen doch. Hm, hm, hm.
Wunderbar. Dim, dim, dim. Gut. Dort, die Schrägen sehen immer so breit aus, ne? So, hier werden wir verschäumlich. Ja. Ich glaube, das mache ich in der Küchenfarbe mit. Passt besser. Weil da wahrscheinlich sowieso noch eine Tür reinkommen wird. So, wo ich hier Pflanzen hinstelle, ist eine gute Frage. Ich mache wahrscheinlich hier eine und da eine. Weil hier in den Schrägen ist immer doof. Ja, besser ist das. Aber ansonsten wird der Raum mich jetzt auffällig. Den nehmen wir mal den da. Dankeschön. Und den Gordat. Jo. Gut, Pflanzen machen wir dann schlicht und einfach. Geben wir her hier. Der kommt da rauf. Bitte. Kopier mal. Dankeschön. Welche so mittig? Oder hier? Oh, hier wäre besser, ne? Toni, danke. Aber hier ist mal doof. Ich könnte zwar welche hier hinstellen. Oh, obwohl, vielleicht sieht es gar nicht so schlecht aus. Mal gucken. Man kommt hier immer noch ran an die Kisten. So ist es nicht. Ja. Das geht. Das geht. Hier mache ich vielleicht auch noch ein Bild an die Wand da und da. Mal gucken. Gucken wir gleich mal. So, wieder normale Blöckchen. Kopier hier einfach mal. Danke. Pinsel her. Das können wir jetzt einfach hier kopieren. Zock. Bitte. Bitte. Und hier nochmal. So, oben drauf wo die Dinge. Zack. Zack. Und zack. Blümchen drauf. Die haben wir noch eins stecken? Yep. Den gucken wir mal. Wir haben... Gut, den haben wir jetzt rot. Die haben wir auch noch nicht. Dornenrote und Dornenrote. Und... Orange. Die stehen wir denn hier hin? Rot und Orange wirkt die Sau. Ja, ich weiß es. So, und wie machen wir hier die Kerzen am besten? Das ist hier eine berechtigte Frage. Ich würde sagen, hier eine hin. Da eine hin und da genauso. Also... Wo hier wird schwierig. Wegen Tür. Mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall vier Kerzen. Das heißt, vier Tierfeld, vier Pflanzen vor sein. Auch dort kriegen wir hin. Ich muss sowieso hoch, weil ich glaube, wir haben Uschi-Besuch. Uschi! Ich hab dich doch so gerne. Und wir sind auch am Hodentag. Heute sollten wir Hode haben. Aber da haben wir noch den ganzen Tag vor uns. Aber wie gesagt, außer Door, oben die Muni noch einmal auffüllen, haben wir alles fertig. Die Frage ist nur, ob die Base noch funktioniert. Das ist immer so eine Sache seit der 21.2. Ich hole die vorne. Keine Lust wieder durch die Bücher da zu laufen. Seitdem ich die Steinschmieden ausgemacht habe, relativ wenig Uschis, ne? Das geht so auch nicht. Weil erstmal. So, dann machen wir vier Kerzen. Danke. Und wieder runter. Dankeschön. Den gucken wir gleich mal nach Gemilde. Das sollten wir auch hinkriegen. Wunderbar. Tür zu springen. Ist ja auch schon sowas wie Frühsport hier. Einfach mal in den Schacht springen. So, dann gucken wir mal, wie wir es am besten machen. Kerzen, zwei hat er fertig. Und ich eine hier hinsetzen würde. Ah, dann müsste die zweite eigentlich genau hier hin, wo die Tür ist, ne? Finde ich jetzt nicht so schön, ehrlich gesagt. Aber sonst sieht das mit hier nicht aus. Und da wird dann die andere hinkommen. Wenn ich so genau über die Pflanzen setze, ich glaube, das wäre besser, ne? Das sieht doof aus über der Tür. Ah, dann müssen die aber auch hier hin. Und hier müsste die da hin. Und die da, die müsste denn da hin. Ja, ist nicht so schön, weiß ich. Aber ein bisschen Licht gibt es trotzdem. Ja, ja, ja. Gut. Haben wir Chrysanthene? Ich werde mal kurz ein bisschen Farbe. Mehr als 12 Chrysanthene brauchen wir nicht. Mehr passt da eh nicht rein. Da gibt ja schon wieder 6000 Farbe.
Armin, wie? Geben wir 12 her. Bip, bip. Danke. Dann brauchen wir ein bisschen Levorsin. Brauchen wir auch nur 12 Stück. Doch. Haben wir. Bip, bip. Und den einmal mit. Ich habe nicht gesehen, dass ich noch Wasser im Inventar habe. So, hau rauf. Den auf zum Chemietisch. Und ich muss gleich auch mal gucken, wie die Betonmischer, damit wir mal Zement loswerden. Der ist nämlich voll. Warte mal, wie lange würden wir überhaupt brauchen? Die 12 Stück, 4 Minuten, das reicht. Mach, mein Freund. Mach. Okay, gib mich genau 6000. Mehr passen da nicht rein. So, und der ist noch voll zugange, ne? Ja, ja, der braucht noch eine halbe Ewigkeit, aber immerhin hat er schon mal wieder 5000 fertig. Dann schmeißen wir erstmal da vorne mit drin. Aber im ausgepackten Zustand, bitte. Das sieht sonst nicht aus. Endet hier, hier. Schmeiß rein. Bitte. Gut, den muss ich jetzt wirklich einmal die Zementmischer leer machen. Mach mal den Block runter, sonst packst du immer falsch weg, mein Freund. Da fehlen auch immer noch 2. Dankeschön. Die sind, glaube ich, auch fertig. Oder? Ja. So, und hier... Da müssen wir gleich mal googeln. Der hat keine Holz mehr. Das ist nicht schön. Die sollen ja wieder hier an. Warte mal. Nimm mal Holz raus. Machen wir über Kohle. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Erstmal Weg bringen. Zement geht gleich wieder 12.000 weg. Definitiv. Den schmeiß jetzt erstmal den Beton drin. Bitte. Zumindest wieder ein bisschen was. Schmeiß den Sonderen. Komm, jetzt zum Ganzen soll erstmal weglegen, damit ich nicht durcheinander komme. Ist komplett leer. Gut. Den Kohle. Kohle holen wir hier. Na gut, aber für die Schmiedenreis. Kohle müssen wir farmen. Und zwar dringend. Ganz, ganz dringend. So, die sollen hier auf jeden Fall weiterlaufen. Der hat noch ein bisschen. Lass ihn mal raus hier, mein Freund. Du kriegst aber noch ein bisschen. So. Pack rauf. Du kannst dein Wolder machen. Zement geht aber hier raus, damit du leer wirst. Zack. Sehr schön, der kann ein Wolder schmelzen. Hier genauso. Du kriegst noch mal Kohle rauf. Den raus. Und kannst auch weiter schmelzen. So, genau das Gleiche. Der hat auch keine Kohle mehr. Pack rauf. Das da raus. Sehr schön. Und hier auch nochmal. Raus. Kohle drin. Sehr schön. Der lüftet wieder. Und wir haben jetzt einstecken. 2, 4, 6. Das wir holen. 2, 4. Okay. Ein Stack zu wenig. Damit wir nochmal zweimal Beton reinkriegen. So, wo denn mal? Zement. Wir hatten was Stein noch was drin, ne? Wir nehmen den mal mit. Pack das Angebrochene da drin. Haben wir immer noch zu viel. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall zweimal Sand. Bip, bip. Und zweimal Stein. Sand können wir gleich auch wieder einsetzen. Ich sag ja, wir brauchen dringend noch 2 Betonmischer. Den dummen Freund, du haust nicht 6000 Mischung rein. Zack. Du haust ebenfalls 6000 Mischung rein. Wunderbar. Hatte ich mich doch verzielt? Scheint so. Mein Nächste können wir wieder wegpacken. Du kriegst gleich auch nochmal Stein. Auch nochmal 4x 6000. Gut. Der ist voll. Den machen wir erstmal wieder hier drin. Tja, wir haben im Moment zu viel. 1, 2, 3, 4. Dankeschön. Sortier.
Und den gucken wir gleich mal. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Horde. Damit wir jetzt wirklich mal zwei Motoren kriegen. Nützt alles nichts. Muss ich mich jetzt mal drum kümmern. Sonst wird das nie was. Du, mein Freund, machst 6000 Sund. Bitte. Du ebenfalls. Danke. Und du auch nochmal. Der lüftet zumindest wieder alles. Gut. Den haben wir garantiert gleich wieder, Uschi. Packen wir auch mal kurz die Farbe und den Pinsel weg. Vorbilderin, Pinselerin, die Blümchen weg. Ich wünschte, ich würde noch die letzten paar EP zusammenkriegen für den letzten Skillpunkt, damit wir hier wirklich als Schaffsammlung zumindest auf 3 kriegen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit für den Motor wesentlich höher. Vielleicht haben wir Glück und Uschi ruft ein bisschen. Mal gucken. Und du hier? Wo kannst du aus? Den gehen wir mal hoch. Vielleicht haben wir einen. Eigentlich müssen wir einen haben. Die gute Uschi. Das muss sein. Ja, guck mal. Sag ich doch. Auf Uschi ist Verlass. Uschi kommt. Schön. Bin schon da, Lady. Bin schon da. Wo ist die Gute? Ja, guck mal, Uschi hat Freunde mitgebracht. Hallo. Aber ich glaube nicht, dass wir da genug BP kriegen. Aber abwarten. Kleines Wanderhörtchen, wa? Bitte. Du nochmal. Schoddy, so doch nicht. Die Mauer kann nichts dafür. Das muss doch nicht sein. Hallo. Irgendjemand ist noch da. Frage ist wo. Dankeschön. Och, da, der Bob. Hallo. Das ist definitiv nicht genug EP. Gut. Uschi, du lässt nach. Wo sind deine Grünkollegen? Ah, nützt alles nichts. Wir schnappen uns jetzt unser schönes Gefährt. Dieser Busch, der muss erstmal wachsen. Und guck mal, ob wir irgendwo noch ein paar. Warte mal, ein paar Autos finden. Die Uschi hat wohl den Weg verloren. Da ist auch noch jemand. Na, Lady. Na? Reicht trotzdem alles nicht an EP? Ja, okay, Wordy. Jetzt sind endlich mal einen interessanten Nachbarn da. Wordy mal, komm mal her hier. Ah, ein, zwei bräuchte ich noch. Holen wir uns erstmal den Sack, ihr Säcke. So. Nimm mit. Okay. Ah, den kriegen wir schon auch. Unterwegs werden wir wohl irgendeinen Zombie treffen. Dann schnappen wir uns jetzt unser Gefährt. Wir brauchen eigentlich nur zwei Motoren. Nichts anderes. Nur zwei Motoren. Und da hilft nur Autos zerlegen. In Häusern werden wir da nichts finden. Das kommt ja so gut wie nie vor. Ich glaube, wir haben hier aber so ziemlich alles ausgelutscht. Wir werden mal in die Innenstadt gucken. Aber ich glaube, vier haben wir dann nicht mehr. Da kommt definitiv kein Motor raus. Da auch nicht. Das sind Schrottautos. Hier vielleicht noch irgendwas. Auch nur Schrottautos, ne? Ja, ja. Da kommt definitiv kein Motor raus. Das ist ja das Problem. Wir waren ja doch schon sehr fleißig. Das sind nur Schrottautos.
Irgendwo muss da noch was sein. Hier, hier, hier. Du bist kein Schrottauto. Du bist definitiv kein Schrottauto. Da könnte definitiv ein Motor rauskommen. Ja. Schnapp dir mal kurz das gute Stück. Dann gucken wir mal. Immerhin Spreit. Oh, Messing. Messing ist auch gut. Aber Leute, kein Motor. Okay. Weiter geht's. Komm, ich will nur zwei Motorräder. Aber ich hatte die doch hier schon mal auseinandergenommen, oder nicht? Soll mir recht sein? Und da haben wir jetzt... Ah gut, immer noch kein Motor. Mal rein hier. Aber es kommt auf jeden Fall deutlich mehr raus als früher. Das ist richtig. Auch an Sprit schon. Das ist schön. Den brauchen wir nicht. Aber trotzdem haben wir noch keinen Motor. Gucken wir mal hier. Ich glaube, eher so Richtung Gin müssen noch mehr Autos stehen. Da waren wir noch nicht so intensiv zugange. Hier nicht. Hier sowieso nicht. Warte mal. Parkplatz. Da können wir mal kurz gucken. Das zählt noch so ein bisschen was. Wir haben doch bestimmt auch noch ein paar Zombienchen für die letzten zwei, drei Skillpünktchen, oder? Jojo. Hallo. Na, guck mal. Da haben wir ihn doch. Mach mal einen Abflug hier, Junge. Ich brauch ihn nicht mehr. Bleib liegen. Geh mal, da haben wir ihn doch. Den können wir jetzt nämlich definitiv hier zumindest den dritten Punkt reinhauen. Dann erhöht sich es doch gleich. Das freut einen doch. Dann nehmen wir die auseinander. Gut, 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 gut. Den kommt vielleicht jetzt mit etwas höherer Wahrscheinlichkeit im Motor raus. Nicht wirklich? Hab aber auch ein Pech. Mai, oh mai. Das haben wir schon. Die kannst du euch zerlegen. Ah, einen haben wir. Einen haben wir. Sehr schön. Okay, einen Motor haben wir. Wir brauchen noch einen zweiten. Kommt aber echt eine Menge raus jetzt mittlerweile. So, warte mal. Sind hier noch Zombies? Nö. Aber Bücher ist. Okay, die haben wir voll, aber hier haben wir noch Vorschlaghämmer. Sehr schön. Speckdeckel brauchen wir auch nicht. Lichwig. Auch noch was drin? Ah, gut. Diesen kannst du mal mitnehmen. Den Rest kannst du behalten. Okay, wurde. Wo ist noch ein her? Verkriegt er sich hier? Okay. Den haben wir jetzt hoffentlich hier den Motor drin. Na? Nicht? Oh, schade. Gut. Und da dürfte kein Motor rauskommen. Aber wenn wir schon mal dabei sind, hier ist bestimmt auch irgendwo Hundi. Hier war drin. Warte mal. Tatsächlich. Hallo, mein Freund. Hallo. Trab an, ich will die Kiste nicht kaputt machen. Ich habe gesagt, du sollst antraben und dann nicht wieder reinfliegen. Komm her. Sehr schön. Haben wir schon Gobblestoners. Ach guck, was soll der Geiz. Nimm mit. Hier dürfte kein Motor rauskommen, aber wenn wir schon mal dabei sind, zerlegen wir ihn mit. Schaden kann es nicht, gibt zumindest noch mal ein bisschen Messing. Sehr schön. Bip. Das Korn weg. Schade, schade. Ich hätte gehofft, dass wir hier die zwei Motoren kriegen. Nur wieder nicht der voll.
So, aber benzinmäßig lohnt sich das auf jeden Fall. Also, da kommt schon mal so einiges raus. Gut, dann werden wir mal weiter gucken müssen. Können wir hier nochmal in die Türen gucken. Hier ist China. Hier ist auch China, okay. Hier vielleicht noch irgendwas Brauchbares? Bäh. Da vielleicht? Ja gut, zweimal Robotik. Warum nicht? 94 von 100 haben wir auch fast voll. Den gucken wir mal wieder. Wo der mal? Ist das ein heiles Auto? Das sieht fast so aus. Den gucken wir hier auch noch einmal drin. Aber kann nicht so schwer sein, jetzt noch einen Modo zu kriegen. Brauchen wir nicht. Zerlegt das Ding. Oder Rie, ja gut. So, das nächste. Nö. Dreier können wir auch zerlegen, die brauchen wir nicht. Messing ist, glaube ich, durch. Das ist schlimm mit dem Motor, ne? Das ist ganz ordentlich schlimm. Okay, haben wir hier. Da kommt doch bestimmt einer raus. Da kommt doch garantiert einer raus aus den Großen hier. Hilf mir her hier. Okay, Dietrich kann man immer gebrauchen. Haben wir Platz? Jojo, ja, gleich weggekillt, Schredder. Hier kommt doch mit Sicherheit Mutter raus. Vor allem auch wertvolles Öl. Na, willst du nicht? Oh komm, tu es nicht an. Einen. Echt nicht. War das nicht bei den Dingern mal fest, dass ein Motor rauskommt? Ah ja, gut. Anscheinend nicht. So, aus den Dingern kommt sowieso kein Motor, das weiß ich. Ich will doch nur einen Motor. Junge, tu mir das nicht an. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ein Heiles, ne? Gut, denn noch einmal. Hier haben wir. Die kannst du zerlegen, den kannst du zerlegen. Das haben wir schon. Hier, Eisen und so ist gleich durch. Das Post. Den Tag einmal weg hier. Und jetzt lass den Motor rausgucken. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Sehr schön. Zerlegst du ihn jetzt trotzdem? Gut. Du kommst weg. Du kommst weg. Messing gab es zumindest ein bisschen. Über 1000 haben wir zumindest. Wir haben aber das Wichtigste. Die zwei Motorräder. Damit ich nochmal zwei Zementmischer machen kann. Das wird langsam Zeit. Haben sogar alles dafür einstecken. Perfekt. Ich brauche bloß die Werkbank. Den fahren wir jetzt nach Hause. Und setzen unsere Zementmischer an. Hey. Und dann haben wir sie beim nächsten Mal auch fertig. Ich glaube, die brauchen 10, 15 Minuten. Ist ja jetzt auch nicht so das Problem. Und den wenden wir auch mal unseren Überschuss an Zement los. Wohl, wenn wir den mit 4 Betonmischern gleichzeitig Beton herstellen, geht unser Zement sehr schnell weg. Unser Beton wahrscheinlich sehr schnell voll. Nein, rutsch doch nicht weg, Mensch. Wir haben keinen Regen, Junge. Und Winter ist auch nicht. Zumindest nicht im Spiel. So, rauf auf die Luzi hier. Danke. Keine Uschi? Das ist jetzt enttäuschend. Dann hoffen wir mal, eigentlich müsste eine Wirkung fertig sein. Normalerweise. Runter da. Den könnten wir ja sogar gemütlich vor der Horde, die ist ja erst abends, noch ein Questchen reinschieben, ne? So, Zementmischer. Was fehlt denn jetzt? Hat doch alles da am Start. Motorin haben wir zwei. Wir brauchen nur ein. Die haben wir. Die. Das geschmiedete Eisen. Ja gut, aber das ist das kleinste Problem. Moment. Da haben wir. So. Packen wir rauf. Die 4 kannst du da wieder reinpacken. Den Rest packen wir gleich wieder rein.
Den können wir jetzt endlich unsere letzten zwei Zementmischer machen. 6 Minuten brauchen wir die Beine. Okay. Das passt. Nehmen wir raus. Skillpünktchen haben wir ja verteilt. Game Stage sind wir mittlerweile bei 229. Langsam interessanter Bereich. Das ist auch nicht die Stärke der Zombies, die mir Angst macht, sondern wirklich. Ich habe das von mehreren gehört und ich selber jetzt auch leider im letzten Stream auch festgestellt. Eine Hordenbase, die vor dem Update einwandfrei funktioniert hat, funktioniert jetzt plötzlich nach dem Update nicht mehr, weil die Zombies den Weg nicht mehr finden. Ich weiß nicht, was da schief läuft und das Problem, die Angst habe ich halt auch hier. Wenn wir sehen, wenn die Zombies nicht mehr runterkommen, dann finden sie auch hier den Weg nicht mehr. Dann haben wir echt ein Problem, dann müssen wir eine neue Base bauen. Aber mal gucken, abwarten. Vorher sind wir das mal am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's hier weiter. Tschüssi!